Hi und willkommen bei meinem Freitagsgelaber am Freitag. Also, diese Woche habe ich mir vorgenommen, euch noch zu erzählen, wie ich für mich das gelöst habe, nachdem diese ganze Geschichte mit dem Gutachter war. Weil ich habe lang gebraucht und es gibt einen Weg, wie man danach trotz allem sich sozusagen wieder so etwas Ähnliches wie einen Schutzraum aufbaut, wo man sich sicher fühlt und wo alles etwas leiser ist. Also, das ist nämlich bei mir so, dass ich zum Teil versuche, den Schutzraum, den ich in dieser Wohnung habe, hatte, nicht mehr habe, aber immer noch versuche, so etwas aufrecht zu erhalten. Aber ich versuche auch parallel in mir meinen Schutzraum zu suchen und zu bauen. Also, dass ich mich in mir sicherer, gestärkter und auch ja, zufriedener, könnte man so sagen, bin. Ich versuche, ich bin heute irgendwie aus der Puste, ist nämlich jetzt schon mein 10. Anlauf. Die ersten 10 bin ich irgendwie ein bisschen abgedriftet. Weil heute nicht so ganz mein Tag ist, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin müde, weil ich viel zu früh geweckt wurde. Da bin ich knatschig und ich bin einfach heute. Jetzt blinkt gleich mein Virenprogramm wieder auch noch. Oh Gott. Ja, ich versuche in mir meinen Schutz zu suchen. An manchen Tagen geht's gut, dann fühle ich mich auch in mir sicherer. Obwohl Fühlen ja auch so eine Geschichte ist. Aber das erzähle ich euch mal anders. Das wird dann eher ein längeres Video, weil es schwer zu erklären ist. Naja, aber ich fühle mich dann mal sicherer in dem, was ich tue, wo ich bin und kann für mich selbst diese ganzen vielen Eindrücke abstalten. Grammatik lässt echt mal wieder zu wünschen. Abschalten war das Wort, das ich gesucht habe. Und es gibt so Tage, wo ich das nicht kann. Heute ist einer, wo ich es nicht kann. Ich bin heute. Das sind so Tage, an denen bin ich auch furchtbar knatschig und unausstehlich, könnte man so sagen. Ja, nicht unbedingt toll für meine Umwelt, aber ist dann halt so. Ja, Schutz zu suchen ist was Wichtiges. Man sollte, ich für mich suche es in mir. Was ist, damit ich nicht ein Objekt oder eine Person, die dann irgendwann vielleicht verschwindet oder das dann kaputt geht, gebunden bin? Oder eine Wohnung? Das ist dann nämlich auch so eine vorbereitende Arbeit für mich, für meine Zukunft, nämlich dass, wenn ich dann alleine wohne, dass ich mich in meiner zukünftigen Wohnung genauso sicher fühle wie in dieser Gefühl mich gefühlt habe. Und ja, wobei gefühlt ist bei mir so eine schwierige Sache, weil ich an sich keine richtigen Gefühle habe. Also ich fühle nichts, um ehrlich zu sein. Mein Gefühlsleben ist wie tot, könnte man so sagen. Ich kann manchmal, ja, manchmal kann ich sowas Ähnliches wie Gefühlsregung haben. Ich fühle mich nicht glücklich, aber ich kann Zufriedenheit haben. Ich bin jetzt nicht traurig, wenn jemand mir sagt, ich mag dich nicht. Im Gegenteil, dann bin ich froh, weil dann weiß ich, wo es Sache ist. Kann aber auch nichts damit anfangen, wenn mir einer sagt, ich mag dich, weil es ist für mich, dann mag er mich. Wenn er mich mag, ist es gut, dann können wir Zeit zusammen verbringen. Wenn er mich nicht mag, akzeptiere ich das auch. Ich für meinen Teil weiß viel über mein eigenes Gefühlsleben noch nicht. Ich weiß nicht, ob da was ist, weil momentan stand's fühle ich nichts. Da ist bei mir Ebbe. Seit 10 Jahren ist da Ebbe. Vor 10 Jahren war ich noch ein glückliches Mädchen. Da war ich normal wie nichts. Danach ist irgendwie alles so abgesunken, Süppchen. Und ist immer weniger geworden. Und ja, ich kann dieses. Also wenn ich jemandem sagen müsste, was am ehesten bei mir ich liebe dich ist, oder ich hab dich lieb, wäre das bei mir der Satz,
Du bist eine der wenigen Personen, die mir nicht auf die Nerven geht, deswegen akzeptiere ich deine Gesellschaft mehr als die meisten. Oh Gott, das klingt so komisch, aber also, aber ich habe mir eben auch angewöhnt über die Jahre, weil diese Sätze viel zu lang sind. Sag einfach, ich hab dich lieb, das geht schneller. Die meisten in meinem Umfeld, also meine Mutter, mein Vater und so wissen es, auch meine Geschwister, also auch meine große Schwester. Viele wissen es nicht. Ich wünschte mir oft, ich hätte meine Gefühle noch. Also, ich würde viel tun, wenn ich sie wiederbekommen könnte. Ich habe Tage, an denen kann ich tatsächlich aber auch wieder was fühlen. Das ist also nicht so, dass es immer weg ist. Tage, an denen habe ich keine. Ist irgendwie schwierig zu erklären für mich, weil ich habe die ja jetzt seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das angefühlt hat, Gefühle zu haben. Aber ich sag die Sachen eben auch so, ich habe meine Eltern lieb. Weil einfach, es ist so, sie sind mir die liebsten Menschen. Und ich weiß nicht, ob es, also ich kann ja nicht sagen, wie es bei anderen ist mit den Gefühlen. Ich weiß ja nur, wie es bei mir mit meinen ist. Und ich weiß, dass ich mich geborgen fühle und beschützt und auch unterstützt von meinen Eltern, die mich in meinem Tun, meinem Sein und auch in meiner Entwicklung mir helfen und mir auch zur Seite stehen und zu mir stehen. Ich weiß auch, dass es manche Leute gibt, die kann ich nicht leiden. Aber ich bin jetzt keiner dieser Menschen, die bei einem Horrorfilm Angst kriegen. Habe ich einfach nicht. Ich könnte mir die ganze Saw und The Ring-Reihe heranziehen und habe danach geschlafen wie ein Stein. Es ist mir einfach so, okay, ja. Oder auch andere Filme, wo ich mal mit jemandem geguckt habe. Ich will jetzt keinen Namen nennen. KitKat. wo sie dann so, oh Gott, gemacht hat und ich mir gedacht habe, ja, da war Harry Potter spannender jetzt für mich. Ja, oder auch sowas wie bei einem Liebesfilm. Da kann noch so viel passieren und das Einzige, was ich mir denke, ist, ich bin eher genervt davon, weil ich dieses ganze Drumherum-Gequabbel nicht leiden kann. Ich bin direkter. Ich sag jemandem, ich mag dich nicht. Oder wenn ich jemanden nicht mag und sie mich sagen will, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel, dass er unser Vermieter ist oder dass er, ja, dass er mit meinem Vater zusammenarbeitet oder eben sowas. Das waren jetzt Beispiele. Keine nicht ernst zu nehmen, nur Beispiele. Oh Gott, ich spüre schon wieder diese Teufelsküche, die auf mich zukommt. Ja. Oder eben auch sowas wie meine ehemaligen Lehrer. Die kann ich, da kann ich, glaube ich, ich bin jetzt mal nett und sag 5 davon kann ich leiden. Den Rest fand ich jetzt nicht so doll. Also Schule ist auch so ein Thema, weil ich euch auch noch viel dazu erzählen können. Also da gibt es so Sachen, wo ich mich immer gefragt habe, aus meiner Perspektive, wieso. Ich vermute, dass dieses Gefühlsding nicht so meins ist, weil ich ja auch nicht so dieser zwischenmenschliche Mensch bin. Also ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich dann mich irgendwann mal verliebe. Da bin ich schon gespannt, ob ich dann auch diese Schmetterlinge habe oder ob ich dann dieses, ja, also dieses absolut rosarote Brillenprinzip auch haben werde oder ob das nicht so ist. Also ich bin gespannt. Wenn ich bis jetzt jemanden toll gefunden habe, dann war es eigentlich mehr so vom Kopf her. Also dieses, ich denke, der würde in Frage kommen. Außer bei einem. Aber das ist eine, oh Gott, bei dem hat es mich wirklich, da hat es mich wirklich irgendwie weggedengelt. Wobei ich keiner dieser Menschen bin, die so gut drin sind, ihre Gefühle auszudrücken. Ich werde dann immer ultra, ich spüre diese körperlichen, genau, das könnte, so könnte man sagen. Ich spüre die körperlichen Auswirkungen eines Gefühls, aber dieses Gefühl an sich spüre ich nicht. Also, wenn ich sauer bin, spüre ich, dass es in meinem Magen rumort.
Wenn ich einen Typ nett finde, dann spüre ich, wie mein Herz schneller anfängt zu klopfen und mir schwindelig und mir ganz komisch wird, aber ich trotzdem immer noch so dieses, ja, es ist ganz komisch. Es kann auch so sein, dass ich von 0 auf 100 in 4 Sekunden und dann bin ich dann wieder ganz, dann ist wieder nichts mehr da. Also ich kann meine Mutter, sagen wir mal, 10 Minuten anschreien und dann wirklich auf übelste Art oder auch mit meinen Geschwistern streiten, obwohl ich das seltener tue. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich sie nicht so oft sehe, weil sie alle schon ausgezogen sind. Ich bin die Letzte, die zu Hause wohnt. Das ist schrecklich. Naja, aber auch schön. Ich bin ja auch irgendwie die Jüngste. Nesthäkchenbonus. ja, ich kann lachen, ich kann weinen, obwohl ich, wenn ich weine, eher dann, ich kann lachen, während ich weine, weil mein Körper fängt an zu weinen, weil er irgendwas, diesen Reiz hat, aber ich diese Traurigkeit nicht spüre. Das ist so, das war so eine lustige Situation. Ich bin da weinend in der Küche gesessen, einfach nur zum Weinen und habe parallel mir halb vor lachende Bauch festhalten müssen. Was aber weniger dran, dass ich irgendwas Lustiges hatte, sondern weil ich so komisch fand, dass da mein Körper heult wie ein Schlosshund und ich es trotzdem nicht spüre, gar nichts. So diese Ebbe. Also was ich festgestellt habe, ich spüre eine unglaubliche, tiefgehende Zufriedenheit, weil mein Leben an sich ist wirklich, auch wenn mein Schutzraum weg ist, aber dadurch, dass meine Eltern mich so stark stärken und mich schützen und mich auch beschützen und zu mir stehen, übrigens, falls es arg wackelt, das Bild, tut's mir leid, hier drin ist immer noch kalt, beschützen und auch unterstützen, kann ich sagen, egal, und natürlich dadurch, dass ich habe ein Dach auf dem Kopf, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen lieben Hasen, ich habe Dinge, die mir Spaß machen, ich habe dieses YouTube-Ding hier, ich habe so viel, wo man einfach sagen muss, es ist wundervoll, dass es das mir möglich ist und ich bin froh, dass ich mein Leben so gestalten kann. Ich brauche nicht mehr viel. Also wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Momentan wünschte ich mir noch eine externe Festplatte, die ich zumüllen kann. 500 GB, falls irgendeiner der Verwandten das sieht, der noch kein Weihnachtsgeschenk hat. Oh Gott, das war jetzt... Oder irgend so ein Spiel, das ich mir von meinen Großeltern gerade wünsche. Aber alles anno für sich, muss ich sagen, alles in allem, habe ich alles, was ich mir wünsche. Außer das iPad. Aber das kommt erst noch. Das werde ich mir dann selbst zulegen. Und meine Eltern noch so ein bisschen zu Weihnachten mit und Taschengeld, Restschulden, die ich noch, die da irgendwie noch sind. Weil ich irgendwann, weil sie mal einen Monat vergessen haben, mir Taschengeld zu geben, was ich voll komisch finde. Gott, ich sollte das jetzt nicht gerade hier diskutieren. Entschuldigung, Mom. Entschuldigung, Dad, im Vorhinein. Ja. Also, auf jeden Fall, ich fühle vielleicht keine Trauer, kein Glück, keine große Verliebtheit, keine dieser... Ja, nicht dieses Sauersein, nicht diesen Zorn. Also diese Urinstinktgefühle, die fühle ich. Also sowas wie Angst kann ich haben. Ich kann Angst haben. Das kann ich sogar sehr gut. ich erschrecke mich gerne mal. Aber weniger an Filmen oder an irgendwas, sondern wenn dann eher so an ganz komischen Sachen wie ich gucke einen Film und bin voll fokussiert auf den Film und plötzlich springt mein Hase vom Häuschen und dann hocke ich da so. ich lache gerne. Ich lache viel. Es ist nicht so, dass ich nur so tue, als ob ich lache, sondern ich lache wirklich, weil ich dieses Lachen auch fühle. Ich fühle mich nur nicht glücklich, ich lache einfach nur sehr gerne. Das ist so, weil ich einfach zufrieden bin. Ich bin in mir ausgeglichen.
obwohl ich zurzeit nicht ausgeglichen bin. Diese Woche bin ich nicht ausgeglichen. Diese Woche bin ich total das Hormonfrack, gebe ich zu. Ich kann es nicht steuern, es ist halt so. Passiert halt einmal im Monat mit jedem. Also jedem Mädchen zumindest, naja. Wo ich auch sagen muss, dass es mich auch sehr beeinflusst. Also diesen Monat bin ich gefühlstechnisch mehr, also diese Woche bin ich mehr aktiv als in jeder anderen. Da fühle ich viel mehr, was mich meistens eher überfordert, als dass ich es dann gut finde. Ich sage immer so gerne, wenn ich den Vergleich zu meiner Mutter ziehe oder auch zu meinem Vater oder zu Katie oder zu eben allen, die ich kenne, die fühlen so 50% und ich so einen. Aber dieser eine Prozent, den ich da fühle, der reicht mir schon aus, weil ich nicht weiß, ob ich, wenn ich diese 50 fühlen würde und zum Beispiel, ja, mir Sorgen um alles machen müsste, mich ständig, wenn jemand anders in meiner Nähe was widerfährt, es auch mitfühlen müsste. Ich weiß da nicht, ob ich damit klarkäme. Es ist halt nicht so ganz mein Ding. Ich bin halt kein empathischer Mensch. Ich bin in einer sehr symbiotischen Lebensform mit meiner Mutter. Das gebe ich zu. Weil ich sie mir ausgesucht habe und weil sie nun mal die Person war, die am meisten Zeit mit mir verbracht hat, als ich diesen Übergang von, ja, man könnte sagen, halbwegs normalo, ja, also von damals, als ich noch viel gefühlt habe, als der A noch nie, als mein Asperger noch nicht da war. Gott, ich muss es, meine Mutter hat gesagt, ich soll es öfters sagen, damit die sich die Videos jetzt anschauen, auch wissen, was ich meine. Also versuche ich das. Es ist schwer, aber ich tue es. Ja, wie gesagt, wenn meine Mutter gemeint hat, damals, als mein A, wie ich es lieber nenne, ausgebrochen ist, war sie da und danach hat sich ja viel für mich verändert. Über Nacht sind meine Gefühle verschwunden, die Welt war lauter, es war alles viel heller und noch vieles anderes, was ich aber schon mal in einem Video erwähnt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ich glaube, es war das dritte. Könnte auch das vierte gewesen sein. Kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Man wird jeder, der die Chronik sich chronologisch angeschaut hat, wird es wissen. Wer nicht, der kann sich ja noch die alten Videos angucken. Ja, und da war meine Mutter eben für mich die größte Stütze. Und vor allem war sie so dieser Mensch, der mir gesagt hat, das kannst du jetzt vielleicht so, solltest du das nicht sagen. Das kannst du so und so und so und so, damit du die Menschen um dich herum nicht alle so verletzt. Also so eine Endlosschleife. Naja, ich sehe, ich habe gleich die 18 Minuten voll. Ich versuche ab jetzt etwas kürzer zu treten. Oh, naja, also im Sinne von dem Zeitlichen hier. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Abonniert mich. Schreibt mir gerne auf Facebook. Steht in meiner Videobeschreibung drin. Und bis nächsten Freitag. Also dann, nein, warte, eigentlich ist das nächste Video am Mittwoch. Und danach, dann kommt dann das am Freitag. Also dann bis Mittwoch. Ciao.